Howdy. Hey, how you doing? Good, how you doing? Good, I'm excited. Ich freue mich auf die Location. Die psychiatrische Klinik Eloise ist unter Geisterjägern berühmt. Sie hat viel Geschichte. Sie war von 1839 bis 1984 in Betrieb. Hier wurden nicht nur psychische Leiden behandelt. Es gab eine Entbindungsstation, hier wurde das erste Röntgenbild in den USA gemacht und es gab einen Bauernhof, wo mittellose Menschen lebten und arbeiteten. Ein riesiger Komplex. Wie eine autarke Stadt. Die Geschichte ist typisch für psychiatrische Anstalten in dieser Zeit. Sie begann mit den besten Absichten, aber wegen schlechter Finanzierung, Überfüllung und zu wenig Personal wurden etliche Patienten misshandelt und vernachlässigt. Viele von ihnen hätten gar nicht in eine Klinik gehört. Übernatürliche Phänomene gab es dort reichlich. Etliche Menschen berichten von krassen körperlichen Erlebnissen, die selbst in paranormaler Hinsicht ungewöhnlich sind. Keiner weiß, was dahinter steckt. Deshalb sind wir hier. Ja. Bist du bereit? Los geht's. Okay. An so großen, geschichtsträchtigen Orten mit so viel Aktivität braucht man ein Medium. Wir holen Cindy Kaser dazu. Sie ist eine enge Freundin von mir. Wir haben schon oft zusammengearbeitet. Mal sehen, ob sie uns helfen kann. Cindy. Hi. Hey. How are you? Good to see you. You too. Hi, Dad. We have some. Wir möchten dich in bestimmte Bereiche führen. Mm-hmm. Kennst du diesen Ort? Keine Ahnung, wo ich bin. Let's do this thing. Okay. Ich habe den Drang, ein Stockwerk höher zu gehen. Gern. Du kannst hingehen, wohin du magst. Der Bereich fühlt sich wichtig an. Komisch. Ich spüre, dass hier Kinder gespielt haben. Ich höre sie den Flur runterrennen. Sophia sagt, sie sei 8 Jahre alt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich tatsächlich mit der kleinen Sophia spreche oder mit etwas anderem. Hier sind Kinder, aber hinter ihnen ist etwas Dunkles. Ein Mann. Eine körperliche Gestalt? Ein dunkler, männlicher Schatten. Die Leute hören Kinder, gehen den Geräuschen nach und dann kommt etwas Dunkles auf sie zu. Ich sehe Schreibmaschinen. War das ein Büro? Ich sehe Dokumente, die geschrieben und dann vernichtet werden. Sie werden verbrannt oder weggeworfen, wohl um Sachen zu vertuschen. Was sollte vertuscht werden? Misshandlungen, Ungerechtigkeiten. Deshalb sind hier wütende Geister. Ihre Geschichten wurden verbrannt. Gehen wir in die anderen Stockwerke? Ja. Das fühlt sich nicht gut an. Ich fühle mich, als würde ich gegen die Wand gedrückt. Und jemand würde mich brutal würgen. Dort wird man gewürgt. Ich glaube, dass sich Menschen hier anders verhalten als sonst. Man wird von einer wütenden Energie ergriffen. Einer menschlichen? Ja. Okay.
Das ist kein Dämon. Gerade kam ein Mann rein, der sagte, sei still, Schlampe. Halt den Mund. Er ist boshaft. Intelligent? Ja, gefährlich. In dem Bereich müsst ihr vorsichtig sein. Eine Frau hat hier jedes Mal einen körperlichen Zusammenbruch. Sie zittert und weint. Diese Frau ist extrem empathisch. Sie spürt, wenn es Menschen nicht gut geht, und fühlt mit ihnen. Sie reagiert so, weil sie sehr feinfühlig ist. Ja. Wow. Interessant. Es gibt noch einen Bereich. Die Bilder, die ich sehe, ergeben keinen Sinn. Schweine, die den Flur hinunterlaufen. Gab es hier mal einen Bauernhof? Früher, ja. Ich sehe Menschen, die gezwungen waren, hier zu arbeiten. Sie konnten nicht weg, weil sie Schulden hatten, arm waren und hier arbeiten mussten. Cindy's Reading war unglaublich gut. Sie hat so oft ins Schwarze getroffen. Sie lag bei vielem goldrichtig. Sie hat den Bauernhof mit Tieren wahrgenommen, dass Menschen Schulden abbezahlen mussten und das Gefühl, gewürgt zu werden, was etliche Leute erfahren haben. Auch, dass Menschen misshandelt wurden und ihre Wut darüber, dass ihre Geschichten mit ihren Akten verloren gingen. Cindy zufolge könnte das eine Ursache für die Geistererscheinungen sein. Am besten erreicht ihr diese Geister mit Mitgefühl. Auch den wütenden Kerl? Ja, auch wenn es nicht angenehm ist, ihm zu begegnen. Er wurde misshandelt. Ich habe gesehen, wie er angekettet wurde. Ihm ist etwas Schreckliches zugestoßen. Er versucht, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Er ist wütend und scheint zu sagen, ich will Rache für das, was mir und anderen hier angetan wurde. Okay. Ich vertraue Cindy, Terry und Lisa. Sie alle sind überzeugt, dass es hier dunkle Energien gibt. Heute Nacht ist Vollmond und wir sind in einer früheren Irrenanstalt, in der es vor Geistern nur so wimmelt. Vielleicht taucht der Boogeyman auf.